So ein bisschen erinnert die derzeitige Situation an den Aktienmärkten an den Februar. Damals China schon im Lockdown, praktisch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, zugeschlossen, und die Aktienmärkte haben sich gesagt, was haben wir damit zu tun? Das interessiert uns nicht. Das ist kein Problem für uns. Und so hat man sich so einige Tage, sogar Wochen noch dahingeschleppt, ist sogar weiter gestiegen, 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 und plötzlich machte es Bums, weil man dann realisierte, dass dieses Virus doch auch uns betreffen wird, dass das sozusagen hier durchaus massive Konsequenzen haben wird. Und jetzt haben wir die Situation, dass praktisch unisono wir in Europa neue Höchststände wieder haben, was die Fallzahlen der Infizierungen betrifft, seit dem März, April die höchsten Zahlen, und über Lockdowns sehr, sehr laut nachgedacht wird. Das scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis zumindest Teil-Lockdowns kommen werden, und das wird Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, und die Aktienmärkte werden das früher oder später zur Kenntnis nehmen müssen. Schauen wir uns mal an, was da vielleicht wichtig ist. Wir haben heute ein Treffen Merkels mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Das erste Mal, dass man da zusammenkommt, jenseits einer Videokonferenz. Und Kanzleramtschef Braun hat gesagt, ja, das könnte eine historische Geschichte werden, die da stattfindet. Man wird wohl neue verschärfte Maßnahmen einführen, Maskenpflicht etc., Beherbergungsverbot. Das sind ja ganz große Themen. Da ist ja praktisch ein Flickenteppich in Deutschland. Die einen akzeptieren, dass dieses Beherbergungsverbot für Touristen, die aus Risikogebieten kommen, und der andere nicht. Da ist ja natürlich viel zu regeln, viel klar zu machen. Jedenfalls sehen wir, dass das wohl eine Sache wird, die jetzt ein bisschen aus dem Ruder läuft. So zumindest sagen es Politiker, so sagt es Merkel, so sagt es Söder. Wir verlieren derzeit die Kontrolle, und man wird jetzt versuchen, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Und das wird vielleicht auch nötig sein. Hier sehen wir mal die Zahlen aus Deutschland. Wir haben heute jetzt 5.132 Fälle. Das ist ein neuer Rekord seit dem März, April, also praktisch seit dem Hochpunkt der Corona-Krise. Und haben eben auch 43 neue Tote. Nun kann man diese Statistiken ja immer anzweifeln, gar keine Frage. Ich bitte dennoch aus humanitären Gründen auf die Coronavirus-Kommentare mal zu verzichten. Gibt's gar nicht, oder ist eine leichte Grippe? Leute, erspart euch das, interessiert mich nicht, solche Kommentare. Wir haben es hier mit einer Pandemie zu tun, die je nachdem, wie stark die Viruslast jemand befällt, sozusagen leichter oder schwerer verläuft. So ist es nun mal. Alles andere ist eben doch ziemlicher Quatsch in meinen Augen und muss ich nicht nochmal zum 28. Mal lesen. Auch andere, die ein bisschen vernünftiger gestrickt sind, können darauf gut verzichten, wenn sie so freundlich wären. Das wäre ganz großartig. Jedenfalls sehen wir, dass die Situation sich verschärft. Wir haben in Tschechien heute wieder über 8000 Infektionsfälle. Dort die Schulen geschlossen bereits. Also das sind Dinge, die möglicherweise jetzt auf uns auch bald wieder zukommen. So überlegt zum Beispiel UK einen sogenannten Circuit Breaker. Das ist eigentlich ein Terminus aus der Börsensprache, dass man praktisch bei zu starken Verlusten oder zu starken Gewinnen, wenn sich also praktisch ein Markt extrem in eine Richtung bewegt, den Markt erstmal aussetzt, eine Pause macht, damit man sich da wieder sortieren und finden kann. Und hier sehen wir den Circuit Breaker jetzt als Idee, dass man zum Beispiel auch die Schulen erstmal zwei Wochen schließt. So überlegt es Nordirland. 80%, so heißt es in britischen Medien, sei die Wahrscheinlichkeit, dass in UK, also in Großbritannien, praktisch erstmal sowas wie ein Lockdown wieder stattfinden wird. Wir sehen in Holland jetzt eine krasse Tendenz. Dort sehen wir, dass jetzt Cafés etc. etc. schon schließen müssen ab einer bestimmten Uhrzeit. Und ein Teil-Lockdown bereits hier der Fall ist. Und wir haben abschließend hier noch Italien mit 5.900 Fällen, auch der höchste Wert seit März, seit dem 28. März. Wir sehen, es geht also weiter. Es geht sozusagen ziemlich klar in eine Richtung, und die Politik wird darauf reagieren. Das wird der Wirtschaft schaden. Dann muss vielleicht die Notenbank wieder eingreifen. Die EZB ohnehin nervös angesichts der schwächer werdenden Wirtschaftsdaten. Und jetzt kommt möglicherweise jetzt auch noch dazu, dass diese Impfstoffhoffnung, die ja schon gigantische Gründe für Rallyes waren, erinnern wir uns, als Moderna, dieser etwas halbseitige US-Konzern, gesagt hat, wir haben hier einen Impfstoff in Phase 2, den wir ausprobieren. Bums, gingen die Märkte 5% nach oben. Jetzt hatten wir gestern Johnson & Johnson, wie auch Eli Lilly, die gesagt haben, wir müssen unsere Tests erstmal abbrechen. Also die Geschichte wird schwieriger, als der Markt sich wohl gedacht hat. Und auch das ist ein Risiko, das möglicherweise eingepreist werden muss, genauso wie eben jetzt
jetzt auch ein No-Brexit-Deal. Die EU sagt laut Agenturen, dass da kein Durchbruch erfolgt ist in den Brexit-Gesprächen. Boris Johnson hat ja praktisch eine Deadline gegeben für diese Woche. Das muss in dieser Woche in irgendeiner Form so sein, dass eine Annäherung ganz, ganz konkret wird. Und so wie es aussieht, ist das aber nicht der Fall. Auch das hat wirtschaftliche Konsequenzen, gerade für die deutsche Autoindustrie. Aber die Märkte sagen sich, who cares, was haben wir damit zu tun? Hier sehen wir das Put-Call-Ratio, also das Verhältnis von Puts, Optionen, die auf fallende Kurse spekulieren, auch als Absicherung teilweise gedacht für Long-Positionen oder für Depots von Aktien. Und wir sehen, dass wir hier praktisch auf extremen Tiefniveaus sind. Wir haben also wenig Angst im Markt, wenig Bedürfnis nach Absicherung, erstaunlicherweise, denn wir haben ja nach wie vor eine US-Wahl vor der Brust, von der die von der Bank of America befragten großen Fondsmanager sagen, naja, da sehen wir schon, dass diese Wahl angezweifelt wird von dem Verlierer. Das sagen deutlich mehr als die Hälfte. Die Aktienmärkte sagen derzeit was anderes. Who cares? Alles egal, wenn die Demokraten gewinnen, auch gut, dann kriegen wir mehr Stimulus. Je eindeutiger der Sieg, umso besser. Aber wird er so eindeutig? Heute jetzt eine neue Analyse, die zeigt, wie so ein bisschen die Lage ist, welche Staaten sicher in demokratischer Hand sind, welche sicher in republikanischer Hand sind und wo es knapp wird und wo sozusagen Tendenzen in welchen Bundesstaaten der Fall sind. Denn es kommt ja auf diese Swing States an. Auf Florida, auf verschiedene Staaten wie Ohio, Michigan. Das sind so diese Staaten, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen. Und das wird der entscheidende Trigger sein, wer diese Wahl gewinnt und vor allem, ob sie eindeutig ausfallen wird oder ob der Verlierer so oder so dann anzweifeln, anfechten wird. Wenn der Verlierer Donald Trump sein sollte, dann halte ich das für sehr wahrscheinlich. Aber gleichwohl ruft zum Beispiel hier Larry Fink, der Chef von BlackRock, ruft dazu auf, ja, der Markt, der hat noch Potenzial nach oben, weil viele noch gar nicht investiert sind. Vor allem die Kleinanleger, sagt er, die könnten sich noch viel investieren. Dabei hat er gestern auch gesagt, ja, wir sehen Rekorde, was eben diese Kleinanlegerinvestitionen in die Märkte betrifft. Also hier kommt noch alles schön mit auf den fahrenden Zug, liebe Leute. Und wenn wir uns mal anschauen, was gestern am Markt passiert ist, dann sehen wir, dass trotz der eigentlich guten Zahlen von JP Morgan und Citigroup die Finanzwerte unter Druck waren. Da ging es deutlich nach unten. Alle Indizes in den USA gestern negativ. Nur der Nasdaq hat sich besser gehalten. Nur leicht negativ, das sehen wir im unteren Chart, die obere Grafik, die anderen Indizes relativ konstant nach unten, der Nasdaq mit wilden Hüpfern, wahrscheinlich bedingt durch den Optionsbereich. Hier sehen wir nochmal, was gestern da passiert ist, sehen, dass Information Technology unter Druck war, vor allem Real Estate, vor allem die Finanzwerte unter Druck, nur zwei Sektoren konnten leichte Gewinne verbuchen, alles andere war deutlich negativ. Nach dieser Monster-Rallye am Montag, vor allem beim Nasdaq, sind das Gewinnmitnahmen gewesen. Und wir sehen gestern ja diese Präsentation von Apple, das Apple-Event. Und da ist Apple unter Druck gekommen. Gestern die Aktie 2,5% im Minus. Weniger, weil all das, was da passierte, natürlich erwartet war, sondern weil China seinen Übertragungsmedien praktisch den Saft abgedreht hat, die dieses Apple-Event übertragen wollten. Tencent zum Beispiel. Also die Chinesen sollten das nicht sehen. Das ist vielleicht eine klare Botschaft in Richtung Apple. Wir sind jetzt nicht gerade begeistert, dass ihr hier in China weitere Marktanteile gewinnt. Man will wahrscheinlich Apple früher oder später aus diesem Markt rausdrängen. Auch das ist ein Risiko, was natürlich in der Apple-Aktie nicht eingepreist ist. Übrigens sehr, sehr witzig, was Apple hier gemacht hat. Man hat keine Kopfhörer und Netzteile mehr für dieses neue iPhone, das man da präsentiert hat, 5G-fähige iPhone. Und verkauft das als Green Deal. Also man sagt, ja, aus Umweltschutzgründen sei das natürlich viel besser. Und das ist natürlich ein echter Witz hier, bemerkt Rich Kleinbauer. Naja, wenn ihr euch wirklich um die Umwelt kümmern wolltet, dann müsstet ihr nicht jedes Jahr ein neues iPhone vorstellen mit allerlei Schnickschlack. Also das ist natürlich ein miserables Argument, das vertuschen soll, dass man natürlich hier mehr Marge erzielen will, indem man sich die Kopfhörer spart, indem man sich die Netzteile spart. In der Masse macht das durchaus Geld. Und apropos Green Deal. Hier Tesla, interessante Meldung, wie ich finde. Tesla wird heute überholt von Volkswagen, nämlich von dem VW ID.3, der zwar erst seit 45 Tagen am Markt ist, in Norwegen, ein Land, das ja extrem elektroauto-freundlich ist, aber heute werden die Verkaufszahlen des ID.3, der jetzt 1,5 Monate am Markt ist, die von Tesla
überholen, der schon ja seit 1. Januar oder jetzt, was die Verkaufszahlen in diesem Jahr betrifft. Das heißt, hier Volkswagen überholt jetzt auch in Norwegen bisher Tesla-Domäne den amerikanischen Konzern. In Deutschland ist das sowieso der Fall. Das bringt so einmal mehr dieses Missverhältnis auf den Punkt. Tesla hoch bewertet, man sagt große Zukunft, aber auch die Tesla-Religionsgemeinschaft muss sich irgendwann mit harten Zahlen mal auseinandersetzen, statt mental ständig auf den Mars zu fliegen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben sehr, sehr viele Risiken, die werden derzeit ignoriert. Erinnert so ein bisschen an diese Vor-Corona-Krisenzeit, als China im Lockdown war. Noch ist sozusagen alles schick. Man sieht derzeit keine Risiken. Das kann länger weitergehen. Das heißt nicht, dass die Kurse jetzt fallen, aber wir bauen uns ein Potenzial auf, von dem ausgehend diese Complacency dann wieder eine richtig heftige Watsche bekommen kann. Und die Frage ist eigentlich nur, wann diese Watsche kommt, nicht ob sie kommt. Und das wäre meine Einschätzung der aktuellen Lage. Ich sage Ihnen jetzt Servus und Ciao.